So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Europa Barbarorum 2. Ja. Gut, unserem Reich geht's besser wieder. Und das kann man kurz schauen. Ja, es geht noch ein bisschen runter, aber hier ist es schon wieder besser geworden. Auch da wir jetzt gerade keinen Stress haben mit diesen vollen Armee, wahrscheinlich haben die das einfach irgendwie zum Städte verteidigen, dass die einfach irgendwie so in die Dörfer ausrücken, um sie zu verteidigen und so. Also da mache ich jetzt gerade keine Sorgen. Aber eben trotzdem ist es knackig, der Schwierigkeitsgrad auch durch die Kultur Unterschiede. Oh, hier ist der Wall am Bauen. So, und hier haben wir bewegt, ja. Die dadurch. Die auch. Jo. Also können wir eigentlich nächste Runde gehen. Da oben sind nur noch zwei. Ja, die habe ich auch. Gut. Nächste Runde. Ja. Also eben dieses Pontus hat Waffenstillstand gemacht. Und es bleibt eigentlich nur noch Solek hier, damit wir uns ein bisschen, ja, ein bisschen an Geld kommen. Dann können wir wieder Krieg machen oder so. Ja, die Armee geht wieder rein. Sieht man ganz knapp, dass das eine fast volle Armee ist. Das ist eine volle Armee. Die zieht sich wieder zurück. Ja, die scheint irgendwie leer. Ja, die ist auch voll. Was haben die eigentlich nur noch volle Leute? Man sieht sie überhaupt nicht. Ja, ja. Gehst du wieder raus? Okay. Dann gehst du wieder raus. Komische KI. Ja, dann gehst du halt wieder rein und du auch. Okay, und dann gehst du wieder raus und du auch wieder raus. Damit gehst du wieder rein und ich will wieder rein. Episch. Die haben nichts zu tun. Statt mich mal anzugreifen. Bleiben die einfach da. Aha. Einfach, ja, einfach mal die Diplomatenschriftrolle aufmachen. Also, ich bin mal gespannt. Das sind jetzt eine, okay, da ist die Falle. Also, wie sieht man jetzt den Unterschied, ob die leer ist oder die voll? Sieht man das irgendwie? Man sieht es nicht. Ist vielleicht ein bisschen dunkler hier, aber man sieht es nicht. Irgendwie haben die da so ein Bug oder so etwas, also Anzeigebug. Wieso hätte ich Gewürze? Ja, Militär ging rund durch die Schlacht. Okay. Helen, okay. Ein Kind wurde geboren. Guter Palasie. Palade. Palisade. Dann machen wir hier. Ja, unbedingt. Bevölkerungswachstum. 1,5 ist nämlich schon gut. Die wurden ausgebildet. Okay. Muss ich die jetzt wirklich vorbeten? Hier gibt es leider, glaube ich, gar keine Stadt. Was ist die nächste Stadt? Die hier da unten? Ich könnte sie eigentlich umkreisen. Aber hat der noch genug Loyalität? Nein. Der hat nur noch eine Loyalität, weil er wahrscheinlich so viele Kriege gemacht hat. Er wird altersmüde. Der ist eigentlich auch nicht gut. Der auch nicht. Was ist denn los? Geht meine Loyalität zunichte? Hey Leute, ich bin ein Let's Player, ihr müsst mich gehorchen, okay? Ihr müsst.
dem König Eintritt, also Einhalt gebieten und null Loyalität. What the fuck? Er gilt als zweifelhaft, ob er loyal sein kann, sogar sich selbst gegenüber. Okay, ja, dann, ne? Dann bist du hier. Ja. Oder soll ich den? Nein, ich nehme den. Ah, dann greifen die da oben an. Okay, ich lasse es mal. Ich werde auf neue Generäle setzen dann, die hoffentlich loyal sind. Ja, ist am besten. Der Mod, der zeigt es einfach dem Spieler irgendwie. Wenn man denkt, es geht besser, geht es irgendwie schlechter wieder. Ja, die sind auch wieder ausgebildet. Okay, zwei sind ausgebildet. Und die anderen ein bisschen ausgebildet. Und eigentlich nicht so schwer. 60%. So. Okay. Ja, da gehe ich am besten wieder runter hier. Zeig mir mal, was du bist. Ja, muss mit dem Spion machen. Einer der Royalen Garde, oh Gott. Ja, ich könnte jetzt sie zwar auch machen, aber ich muss sie irgendwie schwächen können. Also wahrscheinlich werde ich diese Städte mal, also diese Siedlungen mal einfach übernehmen, wenn niemand drin ist. Und dann wieder weg abhauen. Irgendwie so das. Oder kann man nicht diese Handelsrouten ein bisschen kaputt machen irgendwie? Das geht glaube ich gar nicht hier. Also dann machen wir mal das mit dem Diplomaten hier oben. Okay. Grüße. Neutral empfangen. Also gut. Bildnis bitte kommen. Wenn ihr neutral seid, dann bitte Bildnis. Nein. Ach komm schon. Okay, dann gehen wir. Hier oben muss noch ein Reich sein, die Samantia. Ja, Samantia. Ja. Okay, hier. Also, da haben wir mal. Dann den Spion war. Oder der Attentäter, genau. Ah, hier ist. Ja, hier auch, bitte. Genau deswegen. Ah, Mann, diese Mod. Ja, vielleicht werde ich dann, wenn es wirklich nicht mehr geht, einen Mod abbrechen und einen neuen Mod mal ausprobieren. Das ist sonst mal ein Rom 1 Mod. Oder ich Shogun 2 mal schauen, ob es dort Mods gibt, gute. Weil er ist schon ein bisschen heftig. So jetzt. Ich habe nichts bekommen. Du musst Talente, du musst besser werden. Komm schon.
Ich momentan Fußball. Kämpfen. Kämpfen. Narzissenspion. Sonst werdet ihr nie erfolgreich. Was ich überhaupt noch nicht bin, aber... Ich war ja erst krank. So. Ja, der ist schon erfolgreich, der Spion. Der hat schon recht viel. Der hat sogar Giftmische. Einfach mal ein Giftmische dabei. So. Was haben wir sonst noch? Ein Ackerbauer. Hätte. Was ist eigentlich los mit der Loyalität? Wie macht man die Loyalität nach oben? Muss man sie ja mal ein bisschen umsiedeln. Ich mache jetzt das einfach mal. Ja, das ist zu weit weg. Ich kann ja nirgends wohin. Ja, und das nächste Mal wieder hier hin. Ich weiß es nicht, also wahrscheinlich haben sie wieder Fallereien in der Städte. Ich müsste hier ihn auch irgendwo hin tun, aber schaut mal das an, da gibt es ja gar nichts. Keine Siedlung. Wie groß ist denn dieses Gebiet? Das muss nur so klein sein. So ungefähr. Verstehe es nicht. Oh, da ist noch eine Ding. General. Oder König. Nein, das ist der General. Das ist der König. Ja, mit dem König erobt. Okay, dann gehört das mir noch. Du gehst mal hier hin. Und du hast ja nationale Loyalität. Jetzt kannst du mal hier hin. Ja, nicht drüber. So. Genau. Mit deiner Armee. So. Okay. Das ist nicht meine. Dann haben wir das wieder. Okay. Scheint so. Was ist denn das für Druck? Sehr gute Ausdauer. Okay, es scheint, dass das regionale Truppen sind. Ja, dann unbedingt noch die Wege. Aber die kosten sechs Jahre Zeiten. Brauchen die? Okay, dann nicht. Also, nochmal speichern. 14. Und was macht ihr? Nichts. Okay, diesmal gar nichts. Das Reich ist einfach zu groß. Es braucht so lange zum Laden. Okay, jetzt wieder Truppen rein und Truppen raus. Ja, du gehst auch wieder raus und wieder rein. Das wird einfach nicht angezeigt. Kann ich sich nicht immer raus teleportieren. Auch von mir aus. Ja, aber bitte schneller. Ach komm schon. Habt ihr nichts mehr zu tun? Palafa. Sind die das vom Kaspischen Meer? Ich weiß nicht ganz genau. Komm, Bündnis. Ausgeglichen. Was schon wieder abgelehnt? Ey, kann man eigentlich keine Bündnisse mehr machen? Ich
bin jetzt eigentlich nur mit ICS verbunden, oder? Muss man kurz schauen dann. Wieso gehen jetzt alle dorthin? Nur weil ich hier neue Siedlung habe, müssen jetzt nicht alle Diplomaten dorthin. Wahrscheinlich tun sie mich noch bestechen oder so. Oh Gott. Rundenbericht, okay, jetzt ist es wieder besser. Und wir sind überall Zweite geworden. Seit einigen Runden. Nein, jetzt sind die wieder die meisten Dinge haben. Fortschritte, oh Gott, oh Gott. Ja, keine Ahnung, nimm mal ein Haustrottel. Und sei mal ein Haustrottel. Oh Gott, das Gesicht. Oh je. Alliierte Städte. Alliierter Staat. Ja, das war es mal gut. So. Dann muss ich das nehmen. Ja. Ja. Also, was soll ich jetzt am besten machen? Die kosten eigentlich... Ja, die kosten zu viel. Ich lasse sie noch, weil ich so viel verdiene momentan. So. Ihr zwei geht wieder hier hin. Und jetzt ist Ruhe. Und du gehst wieder. Oder du gehst. Schaffe ich das alleine? Du gehst. Ich muss den hier haben. So, jetzt kann ich von hier ein paar Truppen hingeben. So, das reicht. Okay, kann ich hier was bauen? Ja, das mache ich. So, und hier sind sie ja zu teuer. Eine Schule könnte ich bauen. Nein, nächstes Mal oder übernächstes Mal. Hier ist es leider genauso. Habe ich hier Field of Games? Kann man nicht noch ausbauen. Eine Industrie. Aha, so ein Markt. Okay. Ja, leider bringt es das Ding gar nicht. Oder ich könnte mal schauen. Field of Games. Ich weiß nicht von wo. Da, okay. Dann bekommt man Gymnasium Mikron und Gymnasium. Also klein, ja, winziges Gymnasium wahrscheinlich. Mikro. Okay. Öffentliche Ordnung minus. Noch mehr minus. Erfahrungsbonus. Cool. Aber da reicht eigentlich dieses. Ja, ich.
Ich bin mir da unsicher. Ja, okay, ist es auch wegen der Kultur- und Steuerstrafe? Schlachteres, also. Okay. Und hier war ja der. Da kann ich mal gut zurück. Ja, dann mache ich das so. Und hier ist ja nichts. Der Unterschied ist ein bisschen kleiner. Aber das Wappen ist anders. Und die Größe ein bisschen größer. Also. Wir wollten ja das mal ausspionieren. Das Spion, ja. Okay, kann man hier... Nein, natürlich nicht. Dann versuche ich es nochmals hier. 20 ist es jetzt. Okay. Ach, ich will nicht immer dort Attentäter spielen. Da oben. Ja, da gibt es leider nicht viel. Ja, das ist ja das gleiche, okay. Das ist ja die gleiche Stadt. Ja, Spion kannst du nicht herausfinden. So, also gehen wir da drüben hin. Und den holen wir da. Er kommt zurück. Keine Stadt, nix. Da ist eine Siedlung. Dann gehst du mal hier runter. So. Und mal kurz die Zeit schauen. Ja, noch ein bisschen mache ich. So, hier ist ein schöner Weg, da können wir lange laufen. Da ist eine Stadt. Wollt ihr Frieden machen? Ja, toll. Was sind das für? Sind das große? Sind ja nicht große Städte, die haben so große Straßen. Mal kurz schauen. Okay, das sind einfach die zweiten Straßen scheinbar. Roads, ja, zweite Straße. Ja, ich dachte, das wären die fetten Straßen, aber es sind nicht. So, jetzt mal die da. Akzeptiert. Diese hält einen guten Ruf und lässt uns ohne Sorgen leben. Ja, gut. Aber wahrscheinlich haben wir gar keine, ja, dort auch nicht, keine Handelsrouten. Über Meer. Hier sind so wenig plötzlich. Haben wir mit denen, glaube ich, gar noch nicht. Ich wollte ja mal schauen, was mit... Genau, wir haben nur die verbündet. Handelsabkommen sind nicht sichtbar. Wo ist dieses? Da ist Mazedonien. Beziehung schrecklich. Wahrscheinlich, weil sie mit Seleukien im Bunde sind. Ich werde alle töten, alle zerstören, alle vernichten. Oh. Ich hoffe es. Ich hoffe, das Spiel lässt mich nicht im Stich. So, jetzt schaue ich mal hier in Memphis. Plus 1, Bevölkerungswachstum. Plus 1. Ich müsste 12.000 haben. 1 runter. Ich habe immer noch genug Einnahmen. Plus
plus 0,5. Haushalte 24.000 brauche ich. Ja. Hier werde ich jetzt sparen. Ich will da noch die größte Stadt haben. Sonst verdienen wir nie etwas. Und hier ist der Burg. Hier ist der Burg. Ach je. Hier ist auch 12.000. Ja, das geht noch einige Zeit. 6.000. Wir haben eigentlich überall niedrig. Okay, also Steuerparadies. Steuerparadies Ägypten. Ich hoffe, wir verdienen dann noch genug. Das ist eine Fortbildung. Okay, wieso? Kannst du fortgebildet werden? Also dann bist du der, der gekommen ist, ja. Dann hast du genug Loyalität. Wohin soll ich? Das ist keine Siedlung. Ah, Menno, das ist einfach zu lange. Ich brauche hier noch Wege. Ja. Ja, von mir aus können sie unloyal werden, solange ich keine Wege habe. Wenn die Auslauf brauchen, ja, das können sie doch machen in der Stadt, aber doch nicht immer weg. Okay, also, jo, Dankeschön fürs Schauen des Partys und jo, bis zum nächsten Mal, tschüss.